Ja, heute wird der Audi so ein bisschen durchgebürstet. Das wird geil. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, heute wird der Audi so ein bisschen durchgebürstet. Also es werden Zeiten gemessen. Geplant ist einmal von 0 auf 100, von 100 auf 200 und wenn es die Strecke zulässt, von 200 auf 300. Und dafür habe ich mir hier so eine Draggy-Box bestellt. Und das Ding, das kann vernünftig Zeiten messen mit GPS. Also das ist auch alles schön genau. Ja, das ist wahrscheinlich der Sensor. Also ich habe hier auch noch nicht so richtig reingeguckt, wofür das ist. Haben wir ihn zum Kleben. So, ist noch eine schöne Anleitung dabei. Auch immer ganz wichtig. Ich wusel mich jetzt erstmal so ein bisschen hier durch und gleich kann ich euch da bestimmt ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, ich könnte natürlich auch erstmal erzählen, warum ich mir das Ding überhaupt geholt habe und warum auch genau das Teil. Weil, ja, ich wollte einfach ein paar Zeiten vergleichen, mal wirklich messen, was kann das Auto wirklich. Vor allem der R8, der wird jetzt verkauft und dann kommt natürlich auch was Neues. Und dass man wirklich vergleichbare Werte hat, wo man wirklich schwarz auf weiß vergleichen kann, okay, der konnte das, der konnte das. Und ja, ich denke mal, da wird bestimmt noch so das ein oder andere Auto dazukommen, was man mal messen kann. Und dann hat man echt richtig schön vergleichbare Werte, finde ich geil, macht Bock. Und da gibt es sonst noch eine Performance-Box und eine Drift-Box, das sind eigentlich so die bekanntesten. Aber die habe ich noch als recht teuer im Kopf und als recht altbacken. Und da ist einfach das Geile, das ist mit einer App verbunden, man hat ein Video dazu, alles so ein bisschen moderner. Und ja, vor allem kostentechnisch ging das auch voll klar. Das Teil hat jetzt 150 Euro gekostet, also absolut überschaubar. Die anderen lagen da, glaube ich, irgendwie um die 300 oder 400 Euro. Das sind aber jetzt auch noch Werte, die ich so im Kopf hatte. Also da jetzt bitte nicht drauf festnageln. Ja, und das Teil macht bisher schon wirklich einen guten Eindruck. Ich habe mir das auch ganz normal gekauft. Ich habe das nicht zugeschickt bekommen. Das ist kein Werbevideo oder irgend so ein Scheiß. Ja, also generell werdet ihr nie sehen, dass ich mein Gesicht für irgendwelche Produkte oder Rabattcodes oder sonst was verliere. Außer natürlich, ich stehe da voll hinter, dann ist das was ganz anderes. Hol dir deine Draggy-Box mit Rabattcode RicardoAirDesign20. Kannst du dir jetzt deine eigene Draggy-Box holen? Komm in die Gruppe, starte dein eigenes Business, genau jetzt! Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, so langsam blicke ich hier ein bisschen durch. Also die Plättchen, das sind Magnetplatten. Da kannst du das Ding hier schön am Auto festkleben und dann wackelt das nicht so. Bin ich mal gespannt, ob der Audi genug Schub hat und dass ich das trotzdem hier bewegen kann. Nein, ich glaube nicht. Hier ist noch so eine Handyhalterung, weil man kann das Ganze auch direkt mit filmen und hat dann ja live sein Video mit der Zeit dazu. Kann auch hinterher keiner sagen, das war geschummelt. Das Ding müssen wir aber erstmal aufladen und in der Zeit lade ich mir mal eben die App dafür runter. So, das ist es. Hier ist mein Profil. Man kann da seine eigene Garage machen. Da habe ich jetzt erstmal den Audi und den BMW hinzugefügt. Und ja, wird hier Hubraum eingetragen, Antrieb, schön hier, Heckantrieb, ganz wichtig. und was man eben am Auto verändert hat, aber der ist komplett Serie, deswegen lassen wir das alles so. Und generell ist das Ganze ein bisschen wie bei Insta aufgebaut. Man kann sich hier auch andere Leute anschauen. Hier hat man zum Beispiel erstmal so eine Top-List. Was mich am meisten interessiert, sind immer 100 auf 200. Das kann man hier alles auswählen. So, und hier sehen wir genau, wer welche Zeiten gemacht hat. So, der hat hier 100 auf 200 6,37, das ist schon mal echt ein guter Wert, mit einem S6 Quattro. So, kann man aufs Profil gehen, ist von der Art her echt wie bei Insta, man kann den Leuten folgen, man sieht, was die hochladen, was die in der Garage stehen haben. Guck mal, er hat jetzt zum Beispiel noch einen TTRS. Und aber gucken wir erstmal den S6. So, der ist natürlich auch ein bisschen was dran gemacht, glaube ich, hier. Ja, ein paar Kleinigkeiten. 4 Liter, Baujahr 2013. So, ich kann jetzt nicht länger gucken. Ich habe jetzt Bock, ich will jetzt messen. Zeiten, Zeiten, Zeiten. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was der Audi packt. 0 auf 100, 100 auf 200 und 200 auf 300. Und dann vergleichen wir mal, wer richtig gelegen hat. Ich muss jetzt noch hier ein bisschen abwarten. Es ist noch relativ hell und da sind mir zu viele Haros auf der Autobahn unterwegs. Da warten wir, bis es ein bisschen ruhiger wird.
Die Zeit werde ich jetzt nutzen, um den M2 noch ein bisschen durchzubürsten. Da muss ich ein bisschen Reifen runterburnen für ein Musikvideo. Und ist ja nicht so, dass ich das ungern mache. So, das Musikvideo ist schon im vollen Gange hier, wird fleißig gefilmt. Ja, und der Plan ist jetzt, dass ich gleich um ihn drumherum dürfte, ein bisschen Action mache, ein bisschen Rauch und das wird geil. Der M2 hat für heute genug gelitten und jetzt geht's mit dem Audi weiter. Also die Draggybox ist vollgeladen, wir haben es jetzt 2:30, auf der Autobahn dürfte jetzt wenig bis gar nichts los sein und dann schauen wir mal. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ist das hier gerade eigentlich gar nicht so geil, ey. Wir sind hier überall Mücken in die Karre geflogen, weil das Licht an war, die Tür offen und ich musste sowieso echt heftig improvisieren, dass ich überhaupt hier halbwegs vernünftiges Licht kriege, obwohl ich auch noch sehe, dass es hier ein bisschen flimmert. Aber ey, da müsst ihr jetzt mit leben. auf jeden Fall habe ich jetzt die Draggybox hier festgemacht. Ich habe die mit dem Handy gekoppelt und die filmt auch gleichzeitig und zeigt dann die Geschwindigkeit mit an. Und ich würde sagen, wir legen jetzt gleich mit einem Launch Control Start los und schauen, was das hier so bringt. Wir sind endlich auf der Autobahn, es ist mittlerweile schon 2:30 und genauso wie ich mir das vorgestellt habe, die Straße ist absolut leer, hier ist auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, das heißt, wir können hier richtig fliegen lassen, alles im legalen Bereich, noch geht's ja in Deutschland, noch geht's. was wollte ich noch sagen, genau, die Schaltung lasse ich auf Sport und der Tank ist fast leer, ich habe extra nicht getankt, damit wir noch hier die letzten Zehntel rausholen können. Ultimate ist im Tank, also auch beste Voraussetzungen. Temperaturen sind super. Ich würde sagen, wir legen jetzt endlich mal los. So, dann Launch Control rein und ab geht's. Ich brauche das auch nicht jeden Tag. Oh. So, ich kann die nächste Ausfahrt schon wieder runterfahren. Geil, Hammer. So, ich habe jetzt hier mal einen kleinen Stopp an der Raststätte gemacht und wir werten mal gerade hier so ganz kurz auf die Schnelle die Zeiten aus. Also, hier haben wir von 0 auf 100 4,21 Sekunden. Das ist jetzt nicht Werksangabe, aber die Reifen sind auch nicht mehr die besten. Und wie ihr gesehen habt, ist der leicht quer weg. Also ich muss so ein bisschen korrigieren und umso mehr da hinten dreht, desto schlechter werden die Zeiten, ist logisch. Finde ich jetzt aber okay, einfach für so einen ersten Versuch. Und ist in Ordnung, finde ich. Dann haben wir noch hier 100 auf 200. 7,2 finde ich auch okay. Also für ein komplett Seriendingen ist das voll in Ordnung. Also geht auf jeden Fall klar, kann man mitarbeiten. Dann 200 bis 300, da wird er dann doch echt so ein bisschen zäh. 22 Sekunden, das ist schon eine Menge, finde ich. Wenn man da mal gegen überlegt, von 200 auf 250 ist er in 7,3 Sekunden. Und dann von 250 auf 300, ja, da ist nochmal eine ganze Ecke drauf. Also für den ersten Lauf finde ich okay. Ich werde jetzt nochmal so ein paar Testläufe machen, nochmal ein bisschen was checken. Und aber an sich bin ich da echt schon mal begeistert von. Auch so, wie das alles hier angeordnet ist, finde ich echt cool. Und ich könnte das jetzt eben auch hier direkt in meinem Profil posten. Oh, ich werde hier von Mücken gestochen. Oh, das ist so fies.
das waren die schnellsten Mücken hier. Die haben über 300 gemacht. ja, auf jeden Fall kann man das hier direkt posten und so. Schon ganz geil, auf jeden Fall. So, ich fahre noch eine Runde. But you paid more than 100,000 euros? Yes. Prescription? No. I must drive. So, wir haben jetzt hier noch einen, der hat mich gerade angequatscht, der nimmt mich gerade noch eine kleine Runde mit hier, der freut sich mega. So, gucken wir mal, wie der so reagiert. Sorry, I just drink a lot of alcohol. No problem. Tomorrow I'm gonna travel in... I mean, I'm gonna go to UK. Honestly. And how long do you stay? For a long time. I found a new job, it's perfect for me. I mean, for where do I come? Hi! I'm just gonna tell them, yo, I'm gonna ride that car. No, you're not gonna do it. Really? Yeah, can I bet 50 euros? I mean, yeah, okay. Look at me doing it. Man, I'm just like... One short round. Oh my god. Oh my. Check the launch controller. You have launch control on that? Yes. How long is it gonna take? It's real! Oh, am I really here? Kill me, please, just kill me! Oh my god! You never drive a car? No, I mean, I drive it illegally, but. You know, in Italy, somewhere near Reggio di Calabria or something like that, I don't know, you remember the town, honestly. Kill him, boy, kill him! I'm very glad I met you. I hope you have a nice ride. Oh my goodness, it just made my day, honestly. So, can I have a gross with you? Oh my. It just made my day. Can I make a selfie with you? Yes. I mean, not a selfie, yes, because yes. My front camera is fucked up. Lovely! Thank you very much! Yes, bye bye! Puh. So, der hat sich auf jeden Fall heftig gefreut. Ja, ich hatte auch auf jeden Fall Spaß. Boah, ich wollte ja eigentlich echt über die Autobahn zurückfahren, noch ein bisschen fliegen lassen. Aber ich bin irgendwie gar nicht mehr im Modus. Der Kerl hat es komplett gecrashed. Boah, was musste bitte bei ihm abgegangen sein, ey. Der ist einfach von der Tanke gekommen, hat sich noch ein bisschen Alk geholt, wollte noch weiter saufen und ja, hat mich einfach stumpf angequatscht. Wollte einmal einen Soundcheck haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, komm, spring rein, ich nehme dich eine kleine Runde mit. Und der ist ja mal sowas von abgegangen. Wenn ich mich gerade in seine Lage versetze, kann ich das aber auch voll verstehen. Also ich glaube, der kann die Nacht nicht mehr in Ruhe pennen. Ja, auf jeden Fall geil. Also sowas macht mir natürlich auch immer Spaß, wenn sich andere Leute dann freuen. Und ja, aber kommen wir mal zurück zu den Zeiten. Ich werde da in Ruhe noch mal ein bisschen was messen. So, das Licht, das wird hier schlechter. Ja, so, geht schon. Ja, ich werde in Ruhe noch mal ein bisschen nachmessen. Auf jeden Fall habe ich erstmal so einen Eindruck, was die Karre kann. Ich habe dann noch so eine kleine Top-List mit den Autos, die ich bisher gemessen habe. Das war zwar nicht mit der Dragonbox, sondern mit der Performance-Box, aber von den Werten her tut sich da nichts. Das sind beides Top-Dinger. Und da schiebt sich der R8 auf Platz 3. Ich blende das hier mal ein.
Und das ist voll okay, finde ich, von der Leistung, vom Gewicht her. Wenn man das Ganze jetzt mal mit der Corvette als Beispiel vergleicht, die war eine ganze Sekunde schneller, hatte aber auch noch mal mehr Power und ja, hat auch einfach noch mal viel, viel weniger Gewicht. Also die Zeit ist echt okay. Und ja, ich bin jetzt auch ein bisschen platt. Wir haben es mittlerweile schon 3:15. Und ich freue mich auch, wenn ich ins Bett komme. Ich werde ab und zu mal noch mal ein bisschen messen. Als nächstes steht der M2 an, dann interessieren mich die Zeiten auch. Und dann natürlich auch beim nächsten Auto, beim GTR. Da bin ich richtig gespannt, was der kann. Aber ich denke mal, der kann eine ganze Ecke mehr als der hier. Und wenn man dann noch Software macht, dann geht da richtig was. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal, bin platt und bis zum nächsten Mal.